Ah, ich grüße euch, kommen wir zum Punkt. Also, es ist Bergfest, das Video ist für morgen. Und das trinken wir heute, habe ich schon mal angesprochen. Das heißt Cooler, wie Friesers Bruder, meinetwegen. Hier steht noch ein bisschen was da drauf, das lese ich dann vor, wenn ich es lesen kann. Wieder so ein. Hey Jungs, wir haben noch ein paar Büchsendeckel übrig, aber nur noch Bierflaschen. Na, ist egal. So ungefähr muss das da ablaufen. Also das Baltika hat mich positiv überrascht. Ach, ist auch egal, 85 Cent. Wie das aussieht, guckt ihr das an. Büchse Ravioli. Gib mir die Formeloni. Das wurde mir übrigens gespendet von diesem netten Herrn. Komm nicht ins Bild. Ja, du bist sowieso hässlich. Ja, Matschunge. Nicht so, oder? Da ist noch irgendwas anderes drin. Ah, wir gucken mal. Zutaten: Wasser, helles Gerstenmalz, Braugerste, Hopfenextrakt. Eigentlich helles Schankbier. Okay. Importiert von Baltika Deutschland GmbH. Da schmeckt irgendwas. Es schmeckt ganz anders, als ich es erwartet hätte. Wenig Kohlensäure im Vergleich zu eigentlich fast jedem anderen Bier. Aber auch wieder überhaupt nicht bitter. Gut, das ist jetzt vielleicht kein Paradebeispiel. Ja, schon für russisches Bier oder so, aber überhaupt nicht bitter. Das hätte man ja nicht gedacht. Das geht runter wie Brause. Das schmeckt ein bisschen wie Brause. 4,7%, wieder 0,47 Liter. Was soll das? Wieso macht man denn das? Dann macht doch hier irgendeine die Krümmung weg oder so. Dann passt doch ein halber Liter rein. Der 0,47 Liter muss er noch nachmessen. Aber prinzipiell, also ich glaube, da kannst du 200 von trinken und dann riechst du immer noch nicht nach Alkohol. Das ist sanft auf der Zunge, aber halt auch wenig Kohlensäure, kein richtiger Hopfengeschmack. Das schmeckt überhaupt nicht bitter. Was natürlich gut ist, das ist was für meinen Geschmack, aber vielleicht zu wenig. Also noch geht schon wieder Richtung Brause. Eine Flaschenhals schon wieder schlecht. Ja, Flaschenform ist natürlich wieder, was soll der Scheiß? Wird jetzt Ja. auch offiziell eingeführt. Wenn sie den Ja, Abfang komm, hätte. wir können es ja mal zeigen. Überraschung, es wird auch Sternburg in meinem Hause getrunken. Das ist eine Flaschenform, kein Gluckern, nischt. Es läuft dir einfach in den Rachen. Hier, Gluckern. Guck mal, wenn sie den oben abrunden, dann passt da noch dieser 0,03 Liter noch rein. Ja, das geht doch. Also es ist doch nicht unmöglich. Oder geht das mit Weißglas nicht? Nee. Unmöglich einfach damit. Aber da ist Pfand drauf, also der Automat muss das wohl erkennen. Das Pfand drauf. Da ist Pfand drauf, Mehrweg für die Umwelt. Wenn die dann sagen, so cool, aber hier steht noch Svetloje Pivo, was heißt das? Keine Ahnung. Weißt du wirklich nicht? Nö. Ah, das ist doch kein Pfand. Doch, Mehrweg. Mehrweg ist doch Pfand. Aber kein deutsches Wort. Ach, das ist die gleiche Flaschenform, ist ja die gleiche. Ah, das Das ist ist beides. weitig, Nee, aber nicht ganz gleich. Ihr erkennt vielleicht den Unterschied. Ja, die ist ein bisschen höher. Die Krümmung ist woanders. Das ist totaler Blödsinn, für jede Biersorte sich eine neue Flaschenform auszudenken. Ich muss sagen, das Baltika, das hat ein bisschen mehr nach Bier neu geschmeckt. Gut, vielleicht auch, weil es 5,4 hat. Da hat noch dieser. Der Schuss Bier war da drin, der hier fehlt. Das ist alles gut trinkbar. Das ist süffig. Das geht ansetzen gleich weg. Aber wenn mir einer sagt, das ist Brause, dann würde ich erstmal nicht ungläubig sein. nicht nur in Russland, sondern auch im Ausland sehr beliebt. Kasachstan. Das ist aber trotzdem gut. Ja, das schmeckt doch. Das schmeckt wirklich gut. Das Das Baltik. schmeckt besser als das. Also, das hat den Vergleich gewonnen, das Baltika. Das von gestern, falls ihr das nicht gesehen habt, guckt da jetzt rein. Und, bevor ich hier mein Bier leere, möchte ich mich bedanken für den 81. Abonnent.
Die 100, wenn das so weitergeht, sind wir in 3 bis 4 Monaten bei 100. Das wäre der Wahnsinn. Bis dahin muss ich mir was ausgedacht haben. Dann gibt es doch genug Bier. Hab ja auch genug Durst. So, Bier ist leer. Ich vertraue prinzipiell auch kein Weißglasbier. Nee, ne? Denn Bier muss man eigentlich lichtgeschützt lagern. Gibt es deutsches Weißglasbier? Richtiges Bier weiß ich nicht. Mischbier. Also deutsches Bier, gibt es das im Weißglas? Das weiß ich nicht. Gibt es deutsches Bier als Weißglas? Ah ja, mit Weißgläsern? Ja, aber das ist ja kein richtiges Bier, ist ein Mischkram. Na gut. Denn mir ist bekannt, dass man Bier eigentlich sonnengeschützt lagern soll. Da ist so ein durchsichtiges Glas eigentlich nicht das Richtige. Deswegen ist das Bierglas auch übrigens braun. Nicht nur, weil es Altglas ist, nein, es ist auch noch gut. Ach, vielleicht wird es gut fürs Bier. Ist es egal. Ja, weil da fast kein Hopfen drin ist, der jetzt da noch verderben kann. Ich hab da keine Ahnung. So schmeckt das ungefähr. Ich hoffe, das war ausreichend für euch. Ich habe keine Zeit. Jetzt ist Bergfest. Ich muss ran. Ran. Nur ein bisschen Sterne probieren. Das war nicht schlecht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Da habe ich noch 2 Kandidaten. Und ich bekomme dieses Wochenende noch etwas wieder geschenkt. Also tut es den Leuten gleich. Schenkt mir euren scheiß Alkohol. Und dann geht's weiter hier. Wir sehen uns. Ach ja, ich habe übrigens einen Strike bekommen. Am Wochenende darüber mehr. Bis dahin. Moment mal. Ich bedanke mich fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Bis dahin und tschüss. Kennerts.